Bereits vor 60 Jahren haben sich die Wirtschaftsjunioren Lüdenscheid mit ihrer Gründung den Tugenden des ehrbaren Unternehmers verschrieben. Doch wie definieren die Wirtschaftsjunioren ihre Arbeit? Am Rande des Galaabends zu ihrem Jubiläum hatten wir die Gelegenheit, mit Mitgliedern, Freunden und Förderern der Wirtschaftsjunioren zu sprechen. Über die Vergangenheit, aber auch über die Zukunft. Diese wird weiterhin geprägt von Internet und Industrie 4.0. Themen aus dem Ressort von Danny Fischer. Also ich denke, es ist weniger ein Trend, es ist einfach die Realität, den Arbeitsplatz überall dabei zu haben, die Möglichkeit von jedem Endgerät aus auf seinem lokalen Desktop zuzugreifen zu können. Ich kann auf meinem Smartphone CAD-Anwendungen betreiben und das ermöglicht einem natürlich auch völlig neue Arbeitskonzepte als Unternehmer umzusetzen und das begeistert mich im Augenblick. Der IT-Experte hat uns auch noch verraten, dass die Wirtschaftsjunioren auch ziemlich gute Ausrichter gelungener Feste sind. Das lässt bereits die Kulisse in der altehrwürdigen Schützenhalle erahnen. Doch auch beim Feiern wird der Erfahrungsaustausch nicht vergessen. Frauke Brader-Vollmerhaus erklärt, welchen hohen Stellenwert dieser bei den Wirtschaftsjunioren hat. Ja, eine der wesentlichen Aufgaben ist auf jeden Fall der gegenseitige Austausch. So wie Herr Dietrich Albers das auch gerade in der Ansprache gesagt hat, es ist einfach toll, Gleichgesinnte zu haben in dem Kreis, mit denen man auch mal auf ganz anderer Ebene Probleme besprechen kann, die man in der eigenen Firma oder in dem eigenen Kreis nicht unbedingt erläutern kann. Und das ist einfach eine ganz wertvolle Aufgabe, die auch, denke ich, jeder Wirtschaftsjunior an diesem Kreis schätzt. Auch Sebastian Düvel reizt das Netzwerken und er freut sich auf seine zukünftige Zeit als Sprecher der Wirtschaftsjunioren. Also die Wirtschaftsunion Lüdenscheid ist ein sehr aktiver Kreis, wo man viel Input reinbekommt, wo man auch viel Output bekommt in Form von Betriebsbesichtigungen, Netzwerkmöglichkeiten. Und das aktiv mitzugestalten, um den Wirtschaftsunion den eigenen Stempel aufdrücken zu können während der Sprecherzeit, um neue Akzente zu setzen, Ideen und eigene Vorstellungen verwirklichen zu können, das ist etwas, was mich reizt und worauf ich mich freue. Zahlreiche Fachvorträge drehten sich um die aktuellen Herausforderungen in der Wirtschaft. Auch für Ahmed Zarouali ist der Fachkräftemangel in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema. Ja, die Herausforderung ist wirklich, sich zu positionieren, auch in der Wirtschaft. Die Wirtschaft, die ist ja eigentlich momentan auch sehr schnelllebig mit Industrie 4.0 automatisieren. Wie gesagt, wir im zweiten Teil, das ist eigentlich ja sehr stark auch dieser Fachkräftemangel, der wird ja immer noch bestehen. Man muss schon da versuchen, mit der Zeit zu gehen, auch mit der Wirtschaft und sich wirklich dann nachher fokussiert, bestimmte Punkte rauszusuchen, um die auch anzugehen, auch für die Region und auch, sag ich mal, für die Unternehmer bzw. der Wirtschaftsunion Lüdenscheid eigentlich hier. Als Ehrenpräsident der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen pflegt Harald Rutenbeck enge Beziehungen zu den Wirtschaftsjunioren. Er gratulierte nicht nur, sondern gab ihnen die besten Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg. Das kann ich ganz kurz sagen. Ich wünsche ihm mindestens die nächsten 60 Jahre dieselben Aktivitäten, wie sie in den letzten 60 Jahren gelebt hat. Ich wünsche, dass sie in sich so viel Kraft entwickeln und so viel Leben entwickeln, dass dieses Netzwerk, was sich da gefunden hat, nicht nur bestehen bleibt, sondern deutlich über Jahrzehnte weiterentwickelt wird. Casino Royale Feeling gab es zur vorgerückter Stunde. Am Roulette-Tisch konnten die Gäste ihre Talente beim Glücksspiel testen. Glamour strahlten auch die Autos der Luxusklasse aus, die das Autohaus Piepenstock zeigte. Bei der Druckerei Seltmann wurde eine Sonderschicht gefahren, damit die Gäste abends das frisch gedruckte Jubiläumsheft bekamen. Der Clou: Wer sich beim Fotoshooting beteiligte, fand sich wenige Stunden später selbst im Magazin wieder. Selbst in Lüdenscheid geht kein 11.11. ganz ohne Karneval. Eine Samba-Tanzgruppe lockte die Gäste mit heißen Rhythmen auf die Tanzfläche. Wie lange die Party in der Nacht noch ging, ist nicht überliefert. So ein Jubiläum erlebt man ja nun auch nicht alle Tage.